Hallo und herzlich willkommen zu uns, den Filmfressen, dem Peterchen. Und dem Manu. Ja, wir sprechen heute über einen Film, der heißt Mad Max, der Vollstrecker. Oder auch Mad Max 2. Oder auch The Road Warrior. Warum? Das erfahrt ihr nach dem Intro. Wir sind's wieder, die Filmfressen. Absolute Empfehlung. Der Peter. Und der Manu. Es gibt so viele unfassbar geile Filme. Es reißt einen wirklich mit. Holst du mal Bier? Moin Peterchen, da sind wir wieder. Da. Cheers. Cheers. Wieso heißt denn der so vielfältig? Das war folgendermaßen. Bitte. Es hat sich zugetragen in Australien. Es war einmal damals in Australien. Hat man einen Film mit einem sehr jungen Mel Gibson gedreht. Der heißt Mad Max. Oh, das ist der Antisemit, ne? Richtig, ja. Also Mad Max, ne? Mel Gibson meine ich, Mad Mel. Schauspielerisch okay, menschlich, aber top dafür. Ja. Und der hat diesen Mad Max gespielt in einem Rache-Dystopie-Apokalypsen-Thriller. Ja. Der war in Australien sehr erfolgreich. Ja. Der war auch sehr günstig. Ne? Das war ein günstiger Film, der viel eingespielt hat. Mhm. Und in den USA hat ihn keine Sau interessiert. Tja. Und dann kam der zweite Teil, den wir heute besprechen. Der heißt dann in Australien Mad Max 2. In Deutschland heißt der Mad Max, der Vollstrecker. Mhm. Und in den USA hat man gedacht, na gut, niemand kennt Mad Max, also nennen wir ihn The Road Warrior. Cool. Weil der Max, aka Mel, in dem Film Road Warrior genannt wird. Ja. Es waren Verkaufsargumente, korrekt. Ich wollte es nur noch mal ganz... Vielen Dank, Dorich. Ja, du hast dir den gewünscht. Dann bin ich mal gespannt, was du uns so zu diesem... kleinen, netten Filmchen. Es ist ein Klassiker, kann man schon sagen. Ne? Ein moderner Klassiker des Action-Kinos. Was du dazu zu sagen hast, ich kann schon mal sagen, lange Zeit galt das als der beste Mad Max-Film. Aller Zeiten. Bis Fury Road kam. Bis George Miller sich selbst nochmal übertroffen hat. Unglaublich übertroffen hat. Ja. Mit Mad Max Fury Road. Ja. Aber. Indem er sehr viel Mad Max 2 zitiert. Ja. Aber Mad Max Fury Road ist halt auch richtig geil. Ja, aber der ist halt auch 30 Jahre später schon. Oder noch mehr. Ja. Dazu. Das heißt, Möglichkeiten, vor allem was auch Computertechnik angeht. Auch wenn er viel... Hat das noch auf ein neues Level gehoben mit Computertechnik. Ja, optisch ist das mit Abstand der beste von allen. Inszenatorisch etc. Aber ich meine, er hat halt über die Jahre auch gelernt. Aber Mad Max 2 darf man trotzdem nicht unterschätzen. Das macht ihn ja nicht schlechter. Nö. Ein Film aus dem Jahre 1981. Ein Film, der es quasi auch geschafft hat, immer wieder in Diskussionen aufzutauchen, wenn es darum geht, bei welchem Franchise ist eventuell der zweite Teil der bessere Film. Mhm. Auch hier so. Und ich glaube, das ist auch so mit neben der Pate 2 somit das Paradebeispiel. Würde ich mich eventuell auch zu denjenigen zählen, die das so sehen, liegt aber dann halt auch an so Faktoren wie höher, weiter, schneller. Der ist einfach wesentlich temporeicher. Er hat einen ähnlichen Story-Arc wie der erste, was so Verluste beispielsweise angeht. Ja. So Familienverlust, nur hier halt in einer anderen Form. Also nicht der persönlichen Familie, sondern halt neu gewonnener Freunde quasi. Mhm. Aber das wirklich Coole ist hier, und das finde ich, ist bei einer Fortsetzung immer gut, zum Beispiel auch bei den Aliens der Fall, dass die wirklich gut sind, wenn sie, oder beziehungsweise, dass das Ganze nochmal erhebt, wenn der Film alleinstehend auch schon sehr hervorragend ist. Ja, Aliens hätte ich da jetzt auch genannt, oder Terminator 2. Das sind Fortsetzungen, die nicht schlechter sind als der erste Teil. Ja, und bei Mad Max 2 ist aber auch sogar der Fall, dass man den halt auch, man kann ihn im Franchise sehen, man kann ihn aber auch als alleinstehenden Film sehen. Ja. Weil man auch zwischendurch immer ein bisschen Geschichte von Mad Max mitkriegt. Also das wird dann halt so ein Subtext mehr oder weniger mit erzählt. Dass er seine Familie verloren hat. Genau. Und so. Ja, genau. Stimmt. Und wir sehen ja auch direkt auch schon in der ersten Szene nicht nur reale Bilder der Vergangenheit, ne? Also das heißt Weltkrieg, Ölkrise etc., was ja hier auch mehr oder weniger im ganzen Franchise das zentrale Thema ist, sondern ja, halt hier auch, ist die Währung ja Treibstoff. Genau. Juice. Genau, das Benzin ist mehr wert als alles andere. Das hat man ja auch damals in der Schule uns schon praktiziert. Neben dem Wasser,
Ja, wollte ich mich gerade sagen, das kommt ja dann in Mad Max Fury Road. Genau. Ne? Ja. Passenderweise ist da das Element. Hier ist es der Juice, der wichtiger ist als Geld. Geld ist obsolet und vor allem wichtiger als Blut. Genau. Wichtiger als ein Menschenleben. Ja. Das so. Wollte ich dann sagen. Genau. Ich wollte es nur in der Form der Flüssigkeit machen. Ja, ich wollte es nur so nochmal aufarbeiten, dass es jeder versteht. Nee, auf jeden Fall kriegen wir ein bisschen Vorgeschichte in der Exposition quasi von ihm mit, in Bildern. So ganz kurz, dass er halt seine Familie verliert. Und jetzt haben wir quasi am Anfang einen, ja, in Anführungsstrichen gebrochenen Helden. Einen, der auch nichts mehr wirklich zu verlieren hat. Der nur noch für sich und quasi seinen Hund, der auch Hund im Film heißt, ne, der auch eventuell als Vorbild für den einen oder anderen Film aus den 2010ern genommen wurde. Ja, und wie gesagt, einer, der halt schon in dieser apokalyptischen Welt, sag ich mal, zurechtgekommen ist und der dann quasi auch für eine Gruppierung hier zur Rettung werden kann, aufgrund seines Erfahrungsschatzes, aufgrund seiner Fähigkeiten. Und er es dann schafft, über einen gewissen Zeitraum dann halt auch Vertrauen aufzubauen, in irgendeiner Form dann halt auch neue Freunde, sag ich mal, zu gewinnen, vielleicht sogar den Hauch von Familiengefühl, um dann eventuell auch nochmal enttäuscht zu werden. Ja, das finde ich aber ist das Einzige, was mich an dem Film vielleicht ein bisschen stört, ist jetzt zu viel gesagt. Aber das, was du meinst, es ist ja so, dass er am Ende sich ja dann doch entscheidet und sagt so, ich übernehme hier meine Verantwortung, ich fahre für euch den Truck. Ne? Also ich rette hier die Familie, ich bringe euch ja raus. Weil das, wir haben gar nicht gesagt, worum es geht. Ne? Es geht um so eine Gemeinschaft, die viel Öl oder viel Benzin hat. Ja. Die sind an einem Bohrloch quasi. Ja, genau. Und die wollen, die verteidigen sich, die sind so eine eingeschworene Gemeinschaft und der Mad Max eines Tages bringt einen Verletzten von ihnen dahin, im Austausch für Juice, genau, für Treibstoff. Und da ist der Lord Humongous. Humongous. Das ist der Jason. Ja, genau. Das ist der Jason aus Freitag der 13. Sind wir ganz ehrlich. Ja. Obwohl der Film ja später kam. Ja. Egal. Da hat sich vielleicht jemand inspirieren lassen. Man weiß es nicht. Und der mit seinen Schergen heißt es, das wollte ich sagen. Ja. Mit seinen Schergen, die alle Schurken sind, mit dieser Rabaukenbande, möchte dieses Fort quasi einnehmen. Und am Ende sagt ja, oder gegen Ende, Spoiler oder nicht, weiß ich nicht. Sag mal so, er hat a change of heart, wie man im Englischen sagt, der Mel Gibson, der Mad Max, der Max, entscheidet sich, aber auch nur, also ein bisschen gezwungenermaßen. Ja, es sind schon. Also weil die irgendwann eigene Motive, also genau, weil er dann wieder Rachegelüste hat und weil er dann sagt so, also wie gesagt, er wird ja überfallen, er kommt ja gerade so dem hüpft gerade so dem Tod von der Schippe, verliert sein Auto dabei, noch darf ich das sagen? Wovon? Ja, der Hund ist auch tot und ja, jetzt dachte er so, okay, ich mach das. Ja. Das ist so ein bisschen aufgezwungen. Das ist nicht von ihm, weil er ein guter Typ ist, sondern einfach, weil er sagt so, boah, jetzt können die mich alle mal am Arsch legen. Ja, quasi ist das ja auch das, was ihn so ein bisschen mit dem ersten verbindet, weil es ähnliche Entwicklungen bei ihm halt auch aufzeigt. Ja. Wie gesagt, man hätte da noch ein bisschen mehr so den, vielleicht, ja, der ist einfach ein harter Typ. Okay, gut. Ja, ich weiß. Man hätte das aber vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Ich will jetzt gar nicht den Film schlecht reden. Was ich, weil der inszenatorisch ist der unglaublich. Genau, weil das ist ja auch nicht das Entscheidende. Ja, allein wie der anfängt, also Max redet super wenig in dem Film. Der namenlose, der Wortkarge. Der Wortkarge Road Warrior. Am Anfang ist das ja wirklich so, dass wir nur Bilder sehen und der Film erzählt sich fast nur über Bilder. Ja. Und dann halt über diesen einen Bekloppten, den er da findet, der mit der Schlange. Fast, also bis auf den dritten macht das ganze Franchise. Ja, und das ist halt voll gut. Ja. Du bist auch der Meinung, dass der zweite besser ist als der erste, ne? Ich würde sagen, die sind schon ebenbürtig, aber der zweite halt, der ist halt einfach temporeicher, der hat die geileren Stunts, geilere Action. Er bietet mehr Unterhaltung. Genau. Das ist nämlich die Sache. Also, ich finde den ersten ja auch überhaupt nicht schlecht, aber es gibt ja viele Puristen, die sagen, nein, der erste, wie kann man den denn nicht? Ich sag ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe, ich würde lieber den zweiten gucken. Weil diese Action, die da stattfindet, und das sind ja diese Autoverfolgungsjagden. Großartig. Das ist so unglaublich. Ne? Und das,
das setzt auch keine Patina an. Ich finde, der erste Teil, den merkt man schon, also das mangelt, naja, nicht, sondern das wenige Budget an. Und der hat halt ein bisschen, wie soll man sagen, also die Zeit hat da schon ein bisschen Staub angesetzt. Ja. Beim zweiten null. Diese Stunts sind immer noch unglaublich gut. Und da ist ja nichts mit Computer gemacht. Ging ja gar nicht. Gar nichts. Ja. Und was sie da, also wenn da so ein Truck sich überschlägt, ja, und solche Sachen, wie die da auch die Buggies, die sich da festhaken und Türen aufreißen und alles, das ist halt alles passiert. Und was die Stuntleute da alles abreißen und die ganzen Autos, die Fahrzeuge sind ja alle da. Ja. Ich bin da jedes Mal von wieder beeindruckt. Ja. Du hast halt auch quasi ein 10 bis 15 minütiges, großartiges Autoschrottplatz-Finale. Und da ist mir halt auch dieses Mal wieder aufgefallen, dass der sehr krass aus seinen Perspektiven halt auch heraus seine Energie zieht. Die Kamera ist unfassbar. Ja, besonders halt so aus den Autos heraus und du bist halt immer so mittendrin. Ne? Ja. Nicht nur dabei, sondern mittendrin. Und das ist, du fühlst das Ganze. Das ist unfassbar. Das ist von, da kann halt wirklich nur noch der vierte mithalten. Weil der das halt auch alles real, also nicht alles, ne, was so Hintergründe und so angeht, ne, quasi die Kulisse und so, das ist ja alles Computer. Aber so was halt an Action passiert, das ist halt alles wirklich passiert. Wir können da auch mitfühlen, weil da einigen Figuren auch wirklich Unrecht geschieht. Mhm. Dann ist noch ein Kind dabei und das trifft genau die, also mit ganz wenigen Mitteln trifft das genau die emotionalen, wie soll ich sagen, Punkte bei uns. Mhm. Sodass das... viele wissen ja, und ich habe das schon mal gesagt, ich bin nicht der größte Fan von Autoverfolgungsjagden. Mhm. Aber bei Mad Max 2 oder wie auch immer man ihn jetzt nennt oder Mad Max Fury Road, da bin ich total dabei. Mhm. Da bin ich gespannt, da bin ich emotional involviert, ja. Da fieber ich mit, was total geil ist. Ja, da passiert auch halt auch unfassbar viel, weil halt auch nicht nur so viele Autos involviert sind oder in dem Fall halt auch gepimpte Rides, sondern halt auch von dem, was die Figuren in den Autos, auf den Autos alles abliefern. Das ist das, ne? Da sind Figuren, die wir halt auch kennen und die wir kennengelernt haben. Ja. Und der Film ist komplett dynamisch. In dem Film passiert halt ständig was. Ja. Der geht gar nicht so lange, knapp unter 100 Minuten. 95 Minuten, meine ich. Sowas, ne? Und der ist ständig in Bewegung. Da passiert ständig irgendwas und deswegen. Klar, ich meine, das ist auch so ein Film, den haben wir natürlich jetzt im Laufe der Jahre auch schon ein paar Mal gesehen, aber der funktioniert. Und schön, das ist ja das Geile. Ich habe den damals auf HD-DVD, habe ich mir den gekauft, weil das vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren ist gut, aber als das Rennen zwischen HD-DVD und Blu-ray noch nicht entschieden war, war auf die falsche Seite gesetzt, auf das falsche Pferd. Ich habe das parallel geholt, weil es die einzige Möglichkeit war, ja, Mad Max 2 ungeschnitten zu bekommen. Ah, okay. Also mittlerweile hier auf Blu-ray ist er halt ab 16 ungeschnitten, kein Problem. Aber damals auf HD-DVD war das die einzige Möglichkeit in Deutschland, Mad Max 2 umgeschnitten zu bekommen, war die HD-DVD. Die DVD war geschnitten? Okay. Das kam erst später alles. Also okay. Das sind so ein paar Szenen, das mit dem Boomerang, der die Finger abschneidet, der im Kopf landet. Ganz stark, auch Szenen. Noch so ein paar kleine Punkte, die ich ganz cool finde, ist Homosexualität. Ich finde es so cool. Ich weiß. Ist hier cool integriert. Der Junge, das ist auch so ein bisschen so der einzige Hoffnungsschimmer, weil das ja, obwohl er so quasi schon so ein bisschen so ein Affenmensch ist, weil er ja noch kaum Sprache drauf hat. Aber man merkt ja, was das mit ihm gemacht hat, weil er erzählt die Geschichte. Ja, genau. Ja, das zu dem toll. Thema, ja, können wir ganz ehrlich spoilern, so schnell durch. Ja, ja. Und der Film, komm. Also, wer den noch nicht gesehen hat, der sollte den wirklich gucken. Also, ja. Das ist ja eine ganz klare. Ja, natürlich. Zu dem Thema Homosexualität, dass man das auch unterschwellig, also jetzt gar nicht so plakativ gemacht genau. Hat, ne? Das ist das Coole. Man hat das Homo-Gen in die Story eingeführt. Dazu wollte ich sagen, das ist auch das Coole. Da kann man nämlich auch die Motivation einiger Bösewichte verstehen. Ja, wobei ich sagen muss, das ist insgesamt hier relativ ambivalent alles zu sehen. Weil wenn wir uns mal die Partei, also die Gruppierung anschauen, die dieses Vorder quasi hat, ne? Die diese Bohrvorrichtungen haben und wirklich auch anscheinend selber Benzin oder Öl halt in dem Fall schöpfen können und anscheinend auch raffinieren können. Egal. Wenn man mal genau darüber nachdenkt, sind die schon, abgesehen davon,
dass die Außengruppe schon brutal ist. Und, ne, ja, und dass, die sind exklusiv. Ja. Naja, also im Endeffekt sind sie sehr egoistisch, weil sie halt das ganze Benzin, abgesehen dafür, dass man eigentlich auch nicht verstehen kann, wofür sie das ganze Benzin horten. Ja, weil die immer so viel Autorennen machen. Weil die so viel fahren. Ja, jetzt mal ehrlich. Ne? Ich meine, das ist ja auch nur sinnbildlich zu verstehen. Ne? Aber im Endeffekt horten die das halt schon für sich und sind halt auch gewillt, dann ihre eigenen Leute dafür quasi herzugehen, zu opfern. Ja. Ich finde das schon ambivalent. Ich finde das auch gut. Ich weiß nicht, ob das ambivalent ist. Ich glaube, damit zeigt man, oder wollte vielleicht George Miller auch zeigen, wie sehr die Leute durchdrehen, auch in der Zukunft, wenn gewisse Sachen wie Geld nicht mehr existieren. Dass es dann quasi einen Ersatz dafür gibt. Ja, klar. Dass die Menschen immer sich so verhalten, in Gruppierungen. Ja. Dass es immer wieder soziale Systeme gibt, die sich etablieren. Ja. Und dass wir eigentlich immer wieder in die gleichen Muster verfallen. Ja, aber grundsätzlich würdest du den dann auch wahrscheinlich, nee, hast ja quasi auch schon formuliert, du würdest ihn vor den ersten stellen. Aber nicht vor den vierten. Ich sag mal, also es gibt aus meiner Sicht gibt es keinen schlechten Mad Max Film. Ja, der dritte hat immerhin Tina Turner. Ja. Der dritte hat dann auch eine coole Welt, die er aufbaut und so. Und ich habe den jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass der mir auch, dass ich den nie schlecht fand. Mhm. Aber 2 und 4 stechen für mich ganz klar heraus. Ja, auf jeden Fall. Und das, wenn ich die Wahl habe, gucke ich natürlich die, also aus dem Unterhaltungsfaktor, wegen des Unterhaltungsfaktors. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wobei der vierte natürlich auch noch auf einer schönen großen Leinwand mit dem entsprechenden Sound wahrscheinlich dann so das Nonplusultra vielleicht sogar darstellt. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, den auf dem Tablet zu gucken. Gut, das empfehlen wir, glaube ich, bei keinem Film. Oder? Richtig. Zumindest bei keinem Film, den wir hier besprechen. Das würde ich nämlich sagen, wenn du die Möglichkeit hast, immer auf Leinwand. Ja, alles. Okay. Dringende Empfehlung. Also wer den nicht kennt und sich das Review angeguckt hat, ist selbst schuld, wenn er jetzt gespoilert wurde. Ja, so kann man es auch formulieren. Nein, natürlich. Also wir wollen dann nur mal unsere Begeisterung für diesen Mad Max-Teil mit euch teilen. Ja. Und vielleicht besprechen wir auch mal die anderen. Wenn ihr das wünscht, klar. Warum nicht? Ich habe auch noch mal Bock, mir alle 4 vielleicht sogar komplett hintereinander anzuschauen. Sind ja nur 7 Stunden. Wenn wir die 7 Stunden mal haben, können wir das mal machen. Ja, cool. Peter, cool. Freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich freue mich, wenn ihr uns abonniert und überall auf den ganzen, ihr wisst schon, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ganz ehrlich. Ne? Guckt alle unsere Videos. Habt uns lieb, denn wir haben euch auch lieb. Wir sind die 5 Fressen, Peter. Heute mal. Cheers.